Boah, das stand das letzte Mal schon 2-2. Oh, Latte! Latte, Latte Sokrates. Uiuiuiui. Dortmund spielt das gut. Also das Aufbauspiel läuft. Aber es ist aktuell noch keine Torgefahr da. Schöner Pass. Ja! Es ist absolut keine Torgefahr da. Ja! 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 Oh, was ich jetzt? Jetzt kriegst du den Freistoß! Ach ja! Okay, gut, Scheißleben. Ich hätte gerne die Begründung in der Halbzeit. Oh, ja! Alter, du bist doch auch! Wie kann man denn das nicht pfeifen? Was vielleicht für die Statistikfreunde ein bisschen Hoffnung macht. Geh rein, Latte! Wow. Boom. Ja, gut. Ja! Endlich ein Tor. Wow! Na oh, komm, ich will deinen Rekord nicht einstellen, ey. Ja! Eckballtor! Was zum Notieren? Ja! Oh, da ist es! Tor! Oh, da geht noch! kleiner Penner, endlich ist der Kack drin, ey! Pausen bist du gut! Ja! Es geht doch! Immerhin hab ich ein Tor geschossen. Ja! Abgefälscht! Freistoßtor! Abgefälscht! Da bleibt der stehen! Hast du halt gesehen, wie der stehen bleibt? Nee, ich hab keine Lust mehr. Ich brech das Ding jetzt hier ab. So, da hast du halt um 3 Uhr gewonnen. Oh, ist da viel Platz? Ist da viel Platz? Ist da viel Platz? Ja! Tor! Wie hab ich das denn geschafft? Jawohl, ich führe das erste Mal heute. Ja, das war einfach. Ja. Wollte die ganze Zeit den Spieler haben und kriegte den nicht und dann, ja, schön. Und wieder alles kaputt. Stindel, man lass den in Ruhe. Weißt, ich bin so froh, dass der überhaupt noch lebt. Ja! Wieder zu kurz. Oh, da hätte man einfach mal hinlaufen können. Oh, Vollidioten. Geht doch. Einfach drauf gehalten. Mir egal, wo der hinfliegt. Einfach schließen. Also bisher die Schiris wirklich im Fokus. Und ein Mario Gomez. Ja! Insua-Treffer. Mist. 1-0. Das war sehr gut. Ja, das war gut. Ah, toll, da steht einer. Liegt einer. Oh, oh. Ja! Ich glaube, das war Gomez, ne? Wer war's denn? Ich hab keine Ahnung, ich hab den Namen nicht geachtet. Ja, wer rennt denn da? Ja, Gomez! Ja, Gomez. Ja. Traumtor. Jawohl! Das ist ein Tor fürs Best-of. Wow! Da stand aber auch ziemlich weit vorne, ne? Ja. Ja, Zettner hätte den gehabt, ist ja ganz klar. Ah, gut ausgetrickst. Schön gesehen. Ja, gut gemacht. Alter. Pfosten Gomez! Scheiße, Mann.
Ja! Nee, komm, nee. Ich will raus. Da brauchst du nichts schonen, da musst du tun. Ja! Gut so. Ja, ja, ich wusste, der geht rein. Oh, Pfostentor. Hatten wir auch lange nicht mehr. Habe ich berührt? Ja. Oh. Ja, versuch mal gegen Brooks anzustinken da vorne. Ja, Traumtor! Traumtor! Schön. Oh, geil. Oh, schöner Pass. Oh, war das gut. Das war stark. Das starten wir echt schlecht. Oh. Oh, Latte. Latte. Das war eine geile Latte. Krasser Scheiß. Schöner Schuss. Oberkante und der Ball fliegt weg. Die Davi. Immer wieder die Davi. Pfosten! Ui. Sehr gut gemacht. Ja, sehr schön. Ey, ich krieg die Teile nicht mehr rein. 23. Minute, Pfosten. Latte. Oh, Latte. Okay. Also bei der nächsten Unterbrechung notiere ich mal kurz. Ja! Nee. Glück gehabt. Boah, schön gespielt. Eigentlich abseits. Ja, glaubst du? Mhm. Der war ziemlich weit alleine da vorne. Okay. Gucken wir nochmal an. Noch sieht man nicht viel. Ah, ich glaube, einer von deinen, ich habe jetzt nicht 22 oder so, hat es, glaube ich, aufgehoben. Wird es bestimmt eine kleine Überraschung geben. Auf jeden Fall wurde gewechselt. Und da ist schon das erste Tor. Ja, scheiße. Puh. Nee, nee. Latte. Und drin. Ja! Pfosten und Raum. Mann, das ist doch. Ey, das kann nicht wahr sein. Ja. Wenn Lewandowski schießt, ist jeder Ball drin. Ja. Wahrscheinlich unser Torschützenkönig. Oh! Ja! Nein! Reparier! So, kurios. Sag ich doch. Tor! Ja! Ja! Geht doch. Sag ich doch. Oh! Mann! Und Tor. Ja! Lewandowski macht's. Der aus uns. Oh!
So, nochmal rot. Nee, doch nicht. Doch, rot. Oh, ach, Elber. Gibt sogar Elfmeter? Der war doch voll. Ey, schön hier. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Jo. Oi. Oh. Mucke mit der Führung. Ach, das heißt heute nichts. Ja. Und du siehst noch gelb. Ja, für das eine Foul vorhin. Jo! Ich sag doch, die Führung hat nichts zu sagen hier. Nicht an diesem Spieltag. Na, Eigentor? Scheiße! Hä, Mucke? Ja, selber schuld! Kurioses Tor. Oh Gott, ey, bin ich dumm. Kurios! Ich wollte nur Spaß machen. Notiert. Oh, das war stark. Das war richtig gut. So, das musste ich ja jetzt irgendwie wieder korrigieren. Ja, geht doch. Da geht keiner hin. Ja! Maya macht's! Aber immerhin schon mal 15 Punkte. Das ist erstmal das Wichtige. Ja! Und einen persönlichen Rekord! Der Abstiegskampf ist im vollen Gange. 6 der letzten 8 Mannschaften haben gepunktet, während von den Top 4 Mannschaften nur Bayern gewinnen konnte. Ich habe einen persönlichen Torrekord aufgestellt. 28 Treffer sind mir gelungen und Mucke stellte mit gerade einmal 12 Treffern den zweitschlechtesten Wert der Saison auf. Bereits das Auftaktmatch wirkte wie aus einem falschen Film. Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Bisher gab es bei jedem Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine immer mindestens 4 Tore. Die Heimspiele gewann der BVB jeweils 5:0. Im letzten Jahr konnten die Berliner zu Hause einen 3:1-Sieg feiern. Diesmal setzte sich die Borussia knapp mit 1:0 durch. Auch im zweiten Spiel wurde es nicht besser. Die TSG 1899 Hoffenheim trennte sich gegen Bayer 04 Leverkusen 0:0. Für die TSG eine vergebene Chance, um an die Tabellenspitze zu kommen, und mit nur einem gewonnenen Pünktchen spürt Leverkusen weiterhin die Abstiegsregion im Nacken. Einen wichtigen Schritt nach vorne schaffte dagegen RB Leipzig beim Sportclub Freiburg. Die Freiburger stehen auf Tabellenplatz 18 und gingen 1:5 baden. Sie scheinen den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren. Leipzig dagegen ist durch den Erfolg nur noch 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg trennten sich mal wieder 2:2 unentschieden. Dreimal spielten die beiden Vereine in unserer FIFA Online Bundesliga gegeneinander und immer hieß es nach 90 Minuten 2:2. Die Fohlen bleiben damit auf Tabellenplatz 14 und Augsburg verbessert sich mit Rang 6. Der VfB Stuttgart wartet weiter auf den Befreiungsschlag. Erneut hatte Mario Gomez die Chance, das Match für seinen Heimatverein zu entscheiden. Nach einem Patzer vom ersten FSV Mainz 05 traf der Stürmer allerdings nur den Pfosten. Am Ende teilte man sich die Punkte mit einem 3:3. Das letzte Unentschieden des Wochenendes gab es zwischen dem VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Mit einem 2:2 verpassen auch die Wölfe einen Sprung nach oben und bleiben auf Tabellenplatz 3. Frankfurt steht nach wie vor im Niemandsland und hält sich mit einem 9. Rang vom Keller, aber auch von den internationalen Plätzen fern. Den Vorsprung ausbauen konnte derweil der FC Bayern München mit einem 4:1 gegen den SV Werder Bremen. Robert Lewandowski erzielte dabei 3 Treffer und vergrößert den Abstand in der Torjägerliste
Bundesliga-Liste. Einen wichtigen Schritt nach vorne schaffte zum Abschluss der FC Schalke 04. Mit einem deutlichen 6:2-Erfolg über Hannover 96 feierte man den höchsten Saisonsieg und mit Platz 13 die drittbeste Positionierung in der laufenden Meisterschaft. Zum ersten Mal überhaupt bleibt damit ein Spieler während eines gesamten Wochenendes ohne Sieg. Mucke wartet nun seit 10 Spielen auf einen Erfolg. Ordentlich zugelangt hat er dafür bei den Karten. Gleich 22 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte und 2 rote Karten sammelte Mucke an diesem einen Spieltag. Im Vergleich dazu musste ich nur 6 gelbe Karten hinnehmen. Es ist dennoch das bisher unfairste Bundesliga-Wochenende und in der laufenden Saison das Beste von mir. Gleich um 15 Punkte habe ich den Rückstand auf Mucke verringert.